Hallo und willkommen zurück bei Rune Factory Frontier. Ich bin Ustra und ihr seid sehr begeistert von dem Game und das freut mich umso mehr, denn ich bin es auch wenn ich vielleicht am ersten Tag nicht den besten Schuh gemacht habe, versuchen wir uns trotzdem jetzt ein bisschen mehr in der Welt hier von Tarampoli, glaube ich hieß es, umzusehen. Und ich habe das regelhaft weggelegt, schade. Und wollte jetzt, da ich es gekauft habe, wenigstens mal das Schwert ausprobieren gehen. Weil man sollte auch das in Ehren tragen, was man so bekommt. Und eventuell auch stiehlt von anderen Leuten Hab und Gut. Und mit diesen Worten, lass uns mal loslegen. Ja, ich wollte erzählen, genau, Miu hat mich auf das ganze Game gebracht. Sie hat ein neues Farming-Spiel gesucht für die Wii und hat sich das mal angeguckt. Und ich bin mehr als begeistert davon gewesen. Sie hat mich sehr angesteckt mit dem ganzen Rune Factory-Zeug. Und ob sie nur mitmacht bei dem Projekt oder nicht, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Das kommt immer drauf an. Ich habe ja erzählt, zeitlich ist es immer etwas schwierig, gerade auch da sie Harvest Moon mitmacht. Das sieht aus wie Heilkräuter. Das werde ich mitnehmen. Grünes Gras. Oder? Sowas ähnliches wie Heilkräuter. Und da wir noch genug RP haben. Warum ist das so schimmerig? Na egal. Niemand weiß es. Jetzt werde ich jetzt mal ein bisschen mit den Prügeln anfangen. Und mich ein bisschen im Dungeon umsehen, denn auch hier erwartet uns sicherlich Großartiges. Flupp. Hört sich nicht so an, als ob man was aus der Erde zieht, wollte ich mal ganz kurz erwähnen. Oh, 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 oh. Eben einfach prügeln. Das geht echt fix. Ich spiele sonst eigentlich immer ungern Einhänder in jedem Spiel, aber hier scheint das Ding echt lustig zu sein. RP habe ich noch genug. Da geht noch einiges, was wir hier erleben können. So eine Folge Rune Factory wird immer zwischen 30 und 45 Minuten sein. Ich habe mal die Zeit gestoppt, als Nino spielte. Und ja, das wird so ungefähr die Zeit sein, die ein Tag braucht. Und ich denke mal, weniger sollten wir nicht machen als einen Tag am Tag. Haben wir es geschafft? Okay, alles klar. Abgelevelt. Und wieder haben wir volle HP und volle Runenpower. Außerdem leveln unsere Waffen schön ab. Ah, 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 aua. Ich werde mich nicht geschlagen geben, Viecher. Macht euch keine Hoffnung. Ich werde euch nur schlagen. Ist gut? Hast du dir überlegt? Sterben? Okay, sterben. Mach das. Das finde ich auch gut, wenn du das passiert. Wenn du dich dazu entschließt. Macht auch wenig. Macht trotzdem wenig Schaden, finde ich. Auch wenn ich mit ein paar gut gezielten Schlägen schon ganz gut rumkomme. Auch meins. Dankeschön. Er hatte gar keinen Bock mehr. Nachdem ich da seine Spawnkugel erledigt habe. Hat dir keine Lust mehr, sich mit mir anzulegen und guckt nur dumme Wäsche rum. Vernünftig, sage ich nur. Vernünftig. Und wieder mal eine Cutscene und... Was haben wir hier? Hallo, junge Frau. Oh, hier draußen ist es gefährlich. Wer bist du? Oh, ich bin Ustra. Ich komme aus Tarampoli. Das liegt unter der Walinsel. Oh, du bist also aus der Gegend. Ich bin Melody, ich liebe heiße Quellen und reise durch die ganze Welt, um sie mir anzusehen. Und was tust du hier? Okay, also irgendwo ist ja eine heiße Quelle. Okay. Ich werde mein Bestes versuchen. Mit einem Billighammer, dankeschön. Okay, dahinter ist nichts, dann versuche ich mal den Hammer für meine Zwecke zu benutzen. Es ist ein Holzhammer. Ich sollte da vielleicht nicht mit... Yay! You dug up a hot spring! Sehr schön. Heiße Quelle. Und ein heißes Mädel auch. Also, Melody.
Ich finde das... No time to waste. Okay, keine Zeit zu vergeuden. Dann auf Wiedersehen. Okay, ciao, Melody. Schön, dass du offene Schuhe vorne trägst und ein Badehaus hast. Und ich hoffe, dass ich niemanden überfordere, wenn ich hier so ein bisschen Dampf mache, weil das, diesen ganzen Anfangsgeplänkel-Zeug, den kenne ich natürlich schon. Gut, dass ich da daneben gehauen habe. Nehmen wir das mal alles mit, was es hier so gibt. Altmetall und Eisen. Sehr gut. Mal gucken. Das ist die richtige Taste. Mit dem Controller ist es doch anders als mit dem Nunchuck und der Wiimote. Muss man ja mal dazu sagen. Aber auch angenehmer und entspannter. So, wir haben jetzt ein Badehaus gefunden. Okay. Erfunden haben wir das sozusagen gerade. Eigenständig. Da wollen wir auch auf jeden Fall auch mal aufschlagen. Man weiß ja nie, wozu das noch gut ist. Also, hallo und guten Tag im Badehaus. Na, das ging fix, das Ding hinzubauen. Willkommen, Laguna-Quellen? Japp, so heißt der Wal. Lagerquellen. Sein Name ist Lager, deswegen sind das hier die Lagerquellen. Ich habe sie so genannt. Ein Bad reinigt die Seele, du solltest jeden Tag vorbeikommen. Okay, also baden. Hi. Ich möchte mich unterhalten. Ein ehrliches Gefühl, ein Bad zu nehmen. Dankeschön. Ich werde es mir merken. Einmal am Tag sollte man ein Bad nehmen. Ich glaube, die will mir Bart auf... Die will mir einen Bart aufschwatzen. Ja. Gut, also wissen wir, dass es einen Bart gibt. Und dass man in weniger als 5 Minuten ein neues Gebäude errichten kann. Was ja auch nicht schlecht ist zu wissen. So, da kommen wir noch nicht rein bei dem Erik unten, denn der will ja irgendwie nicht mit mir reden, weil es gibt doch Vorbereitungen. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Dem langen Bergfahrtstraßendingen. Und mit meinem Billighammer kriege ich sicherlich noch einiges gebacken. Und zwar kann man Obstbäume klauen. Die scheinen noch nicht vollzählig zu sein. Huch. Und kleine Ruckler sind halt drin. Das muss man halt verzeihen. Ich hoffe, das kann man auch verzeihen. Ich habe mir überlegt, dass auch diese Serie 2 bis 3 Mal die Woche ruhig laufen kann. Wenn ihr natürlich darauf Bock habt, wird das am Wochenende dann immer stattfinden. Ich reite das Boot. Mit Rudern mit B, okay. Ich ruder doch mit B, oder ist es nicht B? Doch, das ist B, alles klar. Geht auch fix, das Rudern. So, gibt es denn hier schon irgendwelche Bäume, die man abklabustern kann? Wir versuchen es trotzdem mal mit unserem Hammer. Der ist auf dem Slot und dann nach rechts, genau. Kabum! Wackel, wackel, wackel! Kommt raus, ihr kleinen Früchte! Ihr Früchtchen! Ich weiß, dass ihr euch versteht. Ne, anscheinend nicht. Warum soll ich drumherum reden? Es ist kein Früchtchen da, das sich traut, hinabzufallen vom Baum. Das ist nach oben gucken, okay. Es ist echt komisch mit dem Controller, also nach... So, okay, alles klar. Jetzt habe ich es langsam raus. Ich wollte, dass du gerne... ich habe es doch nicht raus. Ich habe gelogen. Okay, ich wollte, dass du zurückportest, bitte. Denn es gibt noch viel zu tun. An diesem heißen, schwülen Tag. Ich weiß zwar nicht, was es zu tun gibt, aber man könnte... Ah, ich habe keine. Ah, das ist natürlich blöd, ne? Ich habe keine... Woher, wo kriegst du denn her? Wie war das denn noch einst? Ich habe keine Axt und kann... Ah, hallo, Tau. Und kann damit also nicht... ich habe kein Holz hacken. Das ist schlecht. Tau, hilf mir. Hi. Du musst die Saat gießen, nachdem du sie ausgesät hast. Dankeschön. Ich bin mit meiner
meiner Sache sehr bewusst, kann ich dir was schenken. Ich würde gerne, du bist es aber nicht wert. So. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn wir alle Frauen getroffen haben, dann ist die Frage, ob ich aussuchen soll, dieses Mal, wen wir heiraten oder ob wir das wieder gemeinsam machen. Weiß ich noch nicht. Können wir uns ja noch überlegen. Wäre auch eine Idee. Obwohl ich meine Heiratskandidatin eigentlich schon habe, von daher würde ich es ungern aufgeben mit einem Voting. Ich verbrauche aber kaum bis gar keine RP heute. Sehr schön. Immer weg damit. Kabum. Wo kriege ich eine Axt her? Das ist die große Frage. Ich frage nochmal in der Gegend oder in der Stadt. Aber eine Axt wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich weiß wieder wo. Es ist ungewöhnlich, aber ja. Ich glaube, die gute und nette Dame aus der hiesigen Kathedrale, Kirche oder auch aus dem Tempel, wie man so schön sagt, kann mir da weiterhelfen. Denn was tut man denn nicht nach dem Predigen gerne und nach dem Beten? Natürlich Holz hacken. Für neue Stühle zum Beispiel. Oder fürs lecker Feuerholz, weil man eine ganze Kirche gießen und heizen muss. Das war so. Weglegen, genau. Und hallo Stella. Du bist mit Tau bekannt. Du scheinst ganz schön nach ihrer Pfeife zu tanzen. Ja, ist leider so. Hallo. Seit kurzem wachsen merkwürdige Pflanzen vor dem Ohrenturm. Niemand hat dort Samen gesät. Was hat es also mit diesem Zeug auf sich? Wenn man es gießt, wächst es sicher noch schneller. Ha, war nur ein Scherz. Ja, anscheinend nicht. Ich war schon da. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du was brauchst. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass jeder ein friedliches Leben führen kann. Ich hätte gerne eine Axt. Es ist ein schöner Ort. Nein, ich wünsche mir... Na, ist egal. Ich komme darauf zurück, liebe Frau. Und dann wollen wir nochmal gucken. Ich könnte nach Danny gehen, wenn ich Geld hätte. Habe ich aber nicht. Also müssen wir mal gucken, wie wir den Tag rumkriegen. Und den halben Tag, der uns noch bevorsteht. Stein! Geh mir aus dem... Geh mir aus der Sicht. Hallo! Auch das war mir schon bekannt. Deswegen wollte ich dahin. Ich hole nun mal eben das raus, was in der Versandbox liegt. Eine Sekunde noch, liegt. Eine Sekunde noch. Ich kann dein geerntetes Getreide vorher nicht verkaufen. Ich komme am besten jeden Tag vorbei, um es einzusammeln. Hallo. Tut mir leid, wer bist du? Erinnerst du dich nicht? Ich bin Rosetta vom Lebensmittelladen Tau und ich waren Freunde und haben in derselben Stadt gelebt. Egal. Du musst dein Getreide versenden, um Geld zu verdienen. Lege dein Getreide einfach in den Versand, in die Versandbox und schon kann es losgehen. Ich werde jeden Tag um 5 Uhr nachmittags hier sein und das, was in der Versandbox ist, zu holen. Bis dahin muss alles drin liegen. Gemüse, Minerale, Essen, Fisch, Gras und selbst Bäume können versandt werden. Tu die Sachen in die Versandbox und drücke A, um den A-Knopf, um den Menübildschirm aufzurufen, um Dinge hineinzulegen. Du alles, was du verkaufen willst, in die Versandbox. Das ist erstmal alles, was du wissen musst. Danke. Also, ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. Mal wieder, weil wir uns ja wahrscheinlich schon kennen, wie du angedeutet hast. Übrigens, Rosetta, ja, es gibt bereits einen Lebensmittelladen in diesem Dorf. Hast du Zeit, die Dinge in der Versandbox einzusammeln? Das geht schon. Wer schläft, verliert, weißt du. Du musst deinen Markt ausweiten. Okay, ja. Habe ich denn jetzt auch Geld? Hast du mir auch Geld? Ich habe Geld. Oh ja, der schönste Tag in meinem Leben, wo ich meine Schulden wieder gut machen kann. Bei dem Danny und bei der Genesha. Weil ich minimal Betrug begangen habe, über den wir nicht weiter reden wollen an dieser Stelle. Alles klar, haben wir das abgehakt. Dann mal rein in die gute Bude. Hallo Danny, mein Freund. Ich habe etwas, was dich interessieren könnte. Das nennt sich Geld. Hey, hast du das Geld dabei? Na sicher, 1, 2. Ja, stimmt. Ich gehe dann... warte, ja? Du machst doch die Runde, um dich jedem vorzustellen, richtig? Könntest du dann kurz zu Eric gehen und etwas für mich erledigen? Schon wieder? Schon wieder? Schon gut. Heißt hier jemand Eric? Ja, Eric lebt südlich von hier in einem Haus, das an ein Feld grenzt. In Ordnung.
Danke, und es wäre schön, wenn ich dich nächstes Mal als Kunden begrüßen dürfte. Natürlich. Hallo, Eunice. Hallo. Hallo. It's getting much warmer now. Ich liebe Süßigkeiten. Auch das ist schön zu wissen. Dann wollen wir nochmal nach dem Eric gehen? Nicht, dass der dicht macht. Das wäre schlecht. Und dann müssten wir die Runde eigentlich beendet haben, denn mehr Leute gibt es hier gar nicht. Den Rest haben wir ja schon gesehen, vorgestellt, sind wir schon mal vorbeigelaufen und oder haben es schon getan. Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. So, dann mal rein in die gute Bude. Jetzt können wir nämlich auch. Hallo, junger Mann. Hallo, junger Mann. Achso, er sagt das. Ich bin Eric und der Besitzer dieser Farm. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Ustra und bin gerade nebenan eingezogen. Oh, in das Haus von mit dem großen Feld. Wenn du einen Rat zu deinem Feld brauchst, kannst du mich jederzeit fragen. Oh, was? Ob ich eine Freundin habe? Keine Ahnung. ja, ich habe nicht gefragt. Warum bist du dann hier? Ich habe hier etwas von Danny. Weiß nicht, worum ich dich bitten soll. Du bist eigentlich zu jung, um Gedanken verloren durch die Gegend zu flitzen, junger Mann. Aber ich weiß, was los ist. Die Saat, die er bestellt hat, ist gerade eingetroffen. Danke, dass du die Nachricht überbracht hast. Oh, richtig. Ich kann dir etwas von meiner Ernte abgeben. Du brauchst nur zu fragen. Wenn du etwas über die Landwirtschaft wissen möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Was? Ob ich eine Freundin habe? Jetzt komm, hör auf, Alter. Ist echt so. Das ist so peinlich. Hey, young man. Hi. Bei schönem Wetter gesagt, die Erde gut. Mit einem Hammer. Da drüben hat man Felsen. Er kann noch mehr. Mit einem Hammer kannst du Bewirtschaftung des Feldes rückgängig machen. Du kannst mich jederzeit was fragen. Okay, dann frage ich mal. Hallo. Hallo. Junger Mann, wenn die Jahreszeit sich ihrem Ende neigt, verdirbt die Ernte auf dem Feld. Du musst vorsichtig sein. Dann kann die Ernte nicht, also nicht verderben, wenn die Jahreszeit sich nicht ändert. Wo könnte sowas möglich sein? Ja. So, kann ich mich noch was? Ja, das hatten wir schon. Gibt's noch landwirtschaftliche Tipps? Landwirtschaft, worum geht's? Ich bringe dir alles bei, so gut ich kann. Getreide bewässern, einen Hammer benutzen. Eigentlich ist alles in Ordnung. Ich bin mir sehr sicher, dass alles in Ordnung ist. Habe ich noch genug RP? Dann könnte ich noch was pflanzen gehen. Ja, nicht mehr genug, würde ich sagen. Jetzt könnte man nochmal nach der Stella gehen. Und versuchen, die Axt zu schnorren, bevor dieser Tag zu Ende geht. Weil mehr geht an diesem Tag nicht. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin leicht müde, werde schon minimal quengelig und brauche jetzt gleich einen gesunden Schlaf von ungefähr 12 Stunden, damit ich mich wieder auf den nächsten Tag konzentrieren kann. Das wäre super nett. Und das wäre genau das, was ich jetzt brauchen könnte. Mal schauen, ob Stella noch da ist und ob ich ihr die Axt aus dem Arm leiern kann. Jawohl. Hallo, junge Frau. Hallo. Tau ist so seltsam, aber ich mag solche Mädchen. Sie macht sich, bla bla, findet sie das nicht bewundernswert? Geht so. Was gibt's? Möchtest du dir eine Predigt anhören? Danke. Gibt's sonst noch was? Hast du diese Pflanze gesehen? Ja, hab ich. Okay, wir kommen also nicht weiter bei der alten Frau. Die macht dicht. Kann man auch sagen. Kein Bock mehr auf Schnulzereien mit mir und Geschnacke. Also gehe ich ins Bett und guck mal, was der nächste Tag noch bringt. Ja. Im Moment sieht es halt so aus, ob wir nicht am Anfang oder am Ende des Tages Ende machen, sondern irgendwo mittendrin. Das ist aber am Anfang, denke ich mal, hoffe ich mal, nicht allzu schlimm. Und wir kommen dann schon rum irgendwie und schaffen dann wieder einen richtigen Tagesablauf. Ich möchte gerne schlafen. Ja. Endlich im eigenen Bett schlafen. Nach 2 Tagen der Odyssee und irgendwie... Ich komme gleich, ich muss eben nur kurz hier die Speicherrettenbären machen, dankeschön. Ich komme! Wer könnte das denn sein an meiner Türe? An so früher, zu so früher Stunde. Erstmal anziehen. You have to fill out an application if you moved. I'm sorry. Hallo? Never mind. Here you go. I have some mail for you. Cool. Ich hab mich noch nicht umgemeldet, hab schon Post. Bombastisch. Yep, I'm Annette. I deliver the mail here in Trampoli. And you? Ah, ich bin Nostra. Oh, nice to meet you. Kein Problem. Oh, was hat die denn für niedliche Viecher dabei? Sie ist weg.
Annette, du bist also die Postbotin. Ach ja, ich habe da etwas Post. Mal sehen. Willkommen, schön dich kennenzulernen. Deine Annette. Wow, das ist echt mega süß von dir. Scheinbar habe ich keine Post. Mehr Post gibt's aber auch nicht. Reicht jetzt auch an Nettigkeiten. B? Denn ich suche meine Gießkanne. Die alte Leiste. Und schau mal, dass ich hier ein bisschen... Ach, ja, das Feld doppelt und dreifach gieße. Einmal können wir noch. Holen wir mal eine neue Fuhrwatzer. So, jetzt haben wir schon eine relativ hohe Anzahl an jungen Frauen gefunden, die sich uns präsentiert haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich gehe mal in das Menü anstatt in das Ringmenü. Ich weiß nicht warum. So, jetzt könnte ich hier noch ein bisschen Kloppomat machen. Ein bisschen RP haben wir ja noch. Und ein bisschen Steine sollten wir schon wegreißen. Am 7. macht der Glockenturm auf. Das haben wir auch schon in Erfahrung gebracht. Da müssen wir auf jeden Fall vorbeischneien. Und sonst gibt es, glaube ich, erstmal nichts zu tun. Außer eventuell, wie gesagt, die Axt schnorren, weil die brauchen wir definitiv dringend auf unserem Feld. Hier wuchert. Hier wuchert der Holz- und der Felsmann. Obwohl die Felsen alle so weit erstmal gebändigt sind. Zumindest das, was ich kaputt kriege mit dem kleinen Billighammer. Das sieht nett aus. Gehen wir nochmal nach unserer Freundin Tau und begrüßen sie mal herzlich an diesem wunderschönen Tag. Wenn sie denn schon auf wäre, bitte anklopfen. Okay, wie klopfe ich denn? Hallo? Wie klopfe ich denn mit einem Controller? Ja, porte dich mal zurück. Das ist der richtige Weg. Auf Wiedersehen. Das habe ich natürlich jetzt clever gemacht. Ich guck mal. Wenn es mit dem Controller nicht geht, muss ich doch wieder die Remote nehmen. Ist aber auch nicht schlimm. Kriegen wir auch hin. Irgendwie klappen wir das schon. Bitte anklopfen. Kann ich anklopfen? Tau, bitte anklopfen. Tau, bitte anklopfen. Tau, bitte anklopfen. Ich würde gerne anklopfen. Ich weiß, dass das klappt. Nein. Ich kann nicht in den Himmel schauen. Das ist die Karte von Trampoli. Ja. Okay, vielleicht... weil ich das ausgemacht habe im Inventar. Irgendwo habe ich das da ausgemacht mit dem... eben nochmal hier aufs Plusmenü gehen. Irgendwo habe ich das ausgemacht mit der Bewegung, glaube ich. Vielleicht war das nicht clever. Wie Fernbedienung Bewegungssensor? Ich mache den mal aus. Nochmal. Vielleicht klappt es dann über den Controller. Beziehungsgeheimnis, da gucken wir gleich nochmal. Rezepte, Optionen, aus. Dankeschön. So, dann gehen wir mal weiter. Und gehen nochmal zu den... Damen. Hier sieht man nochmal alle, wie man sich mit denen versteht und wer das alles so ist, auch mit Bildchen, wenn ich sie laden lasse. Da vorne sind sie. Und, ja. Jetzt kriege ich ja vielleicht auch irgendwie... Bitte klopfen. Ja, ja. Ich klopfe. Irgendwie. Ich klopfe. Anscheinend klopfe ich nicht. Ah, okay. Dann muss ich dann nochmal gucken. Wie das vernünftig funktioniert. Sehr seltsam. Aber nicht weiter schlimm. Wollen wir nochmal die alte Frau? Ich will jetzt die blöde... Entschuldigen Sie, junge Frau. Junge alte Frau. Ich möchte gerne die Axt haben. Zu früh? Ist sogar zu früh für die Predigt? Das ist blöd. Was kann man sonst machen an so einem wunderschönen Tag, an dem man zu früher Stunde schon auf den Beinen ist? Und wahrscheinlich mir noch niemand die Pforten öffnet. Ich könnte nochmal versuchen, nach dem Erik zu gehen. Vielleicht hat der noch was für mich. Der sagt ja, wenn ich was Landwirtschaftliches brauche, dann kann ich mich an ihn wenden. Eventuell hat er ja auch eine Axt. Im Haus, um mir den Tag zu versüßen. Und wenn nicht, bin ich ratlos und laufe hier umher und frage nochmal jeden und betreibe geschickte, gepflegte Konversation. Von mittags bis 18 Uhr geöffnet.
Ja, Junge, 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 du bist aber auch ein fauler Sack, wenn ich das mal so bemerken darf. Auch hier kann man Holz schlagen, sehr schön. Von mittags bis 18 Uhr. Faule Säcke hier überall, da. Ach, aber die Tür aufsperren um 9 ist in Ordnung. Fragen wir mal. Hallo, Danny, Eric. Was machst du denn hier, Annette? Morning. Guten Morgen. Hast du deine Post gelesen? Ja, habe ich. Dankeschön für den Brief übrigens. Der ist super toll. Jeden Morgen liefere ich die Post ab. Ob von den Dorfbewohnern, Achso. Du kannst deine Post auf deinem Tisch zu Hause ablegen und sie später lesen, wenn du Zeit hast. Und wenn du was zum Verschicken hast, dann bring es einfach bei mir vorbei. Okay. Ich muss weiter, ich habe noch Post zu verteilen. Du sitzt hier rum und chillst gern ab. Eric ist ein großartiger Koch. Möchtest du auch was? Das heißt, sie sitzt morgens da rum und lässt sich verköstigen? Von dem Landwirtschaftsbubi? Das ist ja auch interessant. Hallo. Hey, young man. Hi, bei schönem Wetter. Hallo, Landwirtkumpel, brauchst du was? Ich möchte mich unterhalten. Junger Mann, ich habe gehört, du hast die Walinsel besucht. Abenteuer sind gut, aber vergiss dich nicht, um deine Felder zu kümmern. Hier, hör mal zu, Landwirtschaftskumpel und junger Mann. Ja? Wenn du so ein cleverer Typ bist, ich quatsch mal mit ihm durch. Hast du dich im Dorf eingelebt? Ja, die Menschen hier sind alle sehr liebenswürdig. Gut. Wenn du Fragen hast, um das Ding zu bestellen, dann sag Bescheid. Nee, er will mir auch noch nichts wirklich in die Hand drücken, was ich vielleicht gebrauchen könnte in meinem Leben. Ein Bett hat er auch nicht, anscheinend. Ja. Und ich bin weiterhin überfragt, wo ich denn eine Axt herbekomme, denn Holz gibt's auf jeden Fall und ich habe immer in der Schule des Lebens und auch bei Harvest Moon gelernt, mit dem Hammer machst du kein Holz platt. Das wäre sehr merkwürdig. Nur mal so nebenbei gesagt. Dann gehe ich doch nochmal nach der alten Hexe und schauen wir mal, dass die nochmal Zeit für mich findet. Sonst gehen wir nochmal ein bisschen Abenteuer ran. Ein bisschen leveln, ein bisschen die Muskeln spielen lassen, weißt du? Schön flexen, schön alles, was man so macht mit seinen Muskeln. Hallo, Stella. Guten Morgen. Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du was brauchst. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen. Ich brauche was, Frau. Wie sieht das Feld aus? Ist es jetzt ein wenig ansehnlicher? Ein wenig schon. Aber ich weiß nicht, was ich mit den Zweigen und Ästen tun soll. Die sind überall verstreut. Du kannst die Äste mit einer Axt zerkleinern. Daraus wird dann automatisch Holz, das du im Schuppen lagern kannst. Überprüfe den Schuppen, dann siehst du, wie viel Holz dir zur Verfügung steht. Aber ich habe keine Axt. Wirklich, dann benutzt gerne meine. Du hast eine Billigaxt erhalten, wie immer. Ich habe früher viel mit ihr gearbeitet und sie ist schon sehr alt, aber Zweige kann sie mühelos zerkleinern. Allerdings wirst du bei den Baumstümpfen Schwierigkeiten bekommen. Mit einer besseren Axt würde es funktionieren, aber belassen wir es vorerst dabei. Vielen Dank. Endlich geht es weiter und endlich wird mir geholfen. Sehr freundliche Leute, die ich hier überall im Dorf anzutreffen habe. Ich komme mit den Tasten nicht klar auf dem Controller, das ist unglaublich. Und ich kann nicht klopfen. Darum kümmere ich mich nach der Aufnahme irgendwie. Damit ich da ein bisschen vielleicht dann auch mal an die eine oder andere Tür klopfen kann. Mit liebevoller Zärtlichkeit, so wie man mich halt kennt. So, hallo. Ist der Erik auch im Haus? Nein, die Annette lässt sich es noch gut gehen und frisst ihm die Vorräte weg, die er mit Schweiß selber eintreibt. Hallo. So, so, du hast also eine Axt. Mit Ästen hackt man Äste und Baumstümpfe. Dadurch erhältst du Holz, was automatisch in deinen Holzschuppen gelangen wird. Schau immer dort vorbei, um zu sehen, wie viel Holz du hast. Du kannst mich jederzeit fragen, wenn du was brauchst. Ist das alles, was du mir sagst? Es gibt wahrscheinlich noch mehr Werkzeug. Oder nicht? Hä? Hast du vielleicht noch was für mich? Deute ich jetzt mal an. Anscheinend nicht. Und er möchte auch nicht. Na gut. Dann sage ich dir liebevoll schönen Tag. Und ich kümmere mich wieder um meine eigene Farm. Ganz einfach und schlicht und ergreifend. Eine Axt habe ich auch im Petto. Dann wollen wir mal. Also Baumstümpfe brauche ich damit nicht angreifen. Aber schon mal wenigstens den einen oder anderen Schnipsel hier Holz.
Und wenn ich mich da schön drum kümmere, dann sieht mein Feld auch eigentlich relativ ordentlich aus. Oh. Ja, und man sollte vielleicht auch relativ ordentlich das richtige Ding treffen, bevor man große Töne spuckt. So. Wenigstens klappt hier auf dem Feld alles und dann muss ich nicht irgendwie nochmal in die Optionen oder irgendwie nochmal schauen, wie ich das behebe. Oder vielleicht hat der Controller, den ich habe, gar keine Wii-Motion. Weil ich mir so ein Billo-Teil gekauft habe, nicht Originalmarke. Und man weiß ja nie. Damn. Bam. Butz. Ah, egal. Wir haben doch noch Leben. Kann man noch was weghacken. Und was hast du gemacht? Ich bin heute gestorben auf meinem Acker, während ich Holz hackte. Gestorben beim Blumengießen. Und weg damit. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Das ist diese Taste und das ist diese Taste. Das tue ich besser weg. Dann. Leben am Limit. Sag ich nur. Das ist mein Motto. Schön, aber die Axt funktioniert und macht auch Spaß. Und da hinten ist auch Tao. Guten Morgen, Tao. Meine kleine, liebenswürzige Nachbarin, Freundin, Ausnutzerin. Guten Morgen. Tao, du hast doch erzählt, dass jemand nach dir rufen würde, nicht? Ja, diese Person erscheint mir in meinen Träumen und spricht manchmal auch mit mir. Er scheint seit kurzem Schmerzen zu haben, also bin ich etwas besorgt. Deswegen ging ich in die Stadt, um nach ihm zu sehen, aber ich kann ihn nirgends finden. Wie seltsam. Ich weiß, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, bitte ich ihn, dass er auch in deinen Träumen erscheint. Hm, okay, danke. Oder so. Ja, ist komisch zu hören. Was gibt's denn hier? Taos Gebiet. Bitte keinen Müll in den See auf den Boden werfen. Das werde ich mir merken. So, jetzt haben wir alles verballert, was wir haben. Wir haben kein Leben mehr. Wir können uns nicht mehr irgendwo prügeln, weil das wird uns umbringen. Aus zwei Gründen. Wir haben kein Leben und ich müsste Leben verbrauchen, um mich zu prügeln. Beides also nicht unbedingt vom Vorteil. Hier waren wir auch noch nicht, das ist aber... Ach, das kann man kann schon hineingehen, das ist ja schön. Und es ist eine aufgeräumte Bücherei. In der man sicherlich das ein oder andere Buch... Verzeihung. Hier ist auch alles aufgeräumt. Schön. Man kann hier Bücher lesen, glaube ich. Fach durchsuchen. Was gibt's denn hier? Glücksfarm. Die Arbeit auf der Farm beginnt mit dem Bestellen der Felder. Nimm eine Hake zum Graben der Felder und einen Hammer, um dies rückgängig zu machen. Durch besseres Werkzeug arbeitest du effektiver. Auf dem Feld können Baumstümpfe und Äste im Weg liegen. Zerhacke sie mit einer Axt, um sie zu Nutzholz zu machen. Denk daran, dass du für Baumstämme eine gute Axt brauchst. Wenn du deine Farm nicht bestellst, werden Unkraut oder Steine auftauchen. Diese wieder zu entfernen ist sehr mühselig. Also bestelle immer die ganze Farm. What the fuck? Einmal bestelltes Land bleibt auch so. Außer es kommt ein Sturm auf. Gegen die Naturgewalten kann man nichts tun. Wenn das geschieht, musst du wohl oder übel das Land nochmal bestellen. Fach 2. Ich kann das nicht lesen. Und dann halt nicht. Was gibt's denn hier? Runen und Runis. Was weißt du über die Runen, die Teil unseres Alltags sind? Ansammlung von Erdgeistern sind auch als Kristallrunen bekannt oder Kurzrunen. Diese entstehen dank der Kraft der Geister und sind vor allem auf Farm und gesunden Boden zu finden. Runis sind eine andere Form von Geistersammlungen. Es gibt sie nur in bestimmten Gebieten, aber sie segnen das Land darum... herum noch mehr. Runis und Runen können jedoch nicht am selben Ort existieren. Wo es Runis gibt, gibt es keine Runen. Wer Runen an einem Ort sehen will, wo es Runis gibt, kann genauso gut versuchen, in einem Verlies etwas anzupflanzen. Puh. Das kann er auch nicht lesen. Okay. Sprachbarriere zwischen dem Buch und dem Menschen. Vielleicht kostet es mich auch Leben, wenn ich zu viel lese. Deswegen lasse ich das besser. Nicht, dass ich noch, am Seiten umblättern, in Ohnmacht falle. Wäre aber mal eine neue Erfahrung. So, das gab es auch, das gab es auch. Wir sind eigentlich soweit ganz gut rum. Hallo, Anise. Hallo. Hi. Es ist warm, ich werde langsam müde.
Okay. I'm thinking of some new dishes to make for the guests at the inn. I wonder what I should make. Das ist eine gute Frage, was du kochen solltest. Das ist Leckeres. Du warst auf der Walinsel. Kannst du fliegen? Nein. Aber geiler Gedanke. Mal gucken, was hier so gibt. Mal mit dem Turner quatschen. Hallo, Turner. Hi. Hi. Willkommen. Oh, ich habe letzte Nacht zu tief ins Glas geschaut und fühle mich jetzt ganz, ja, schwummerig. Wie man sich halt fühlt, wenn man zu viel trinkt. Und den ganzen Tag die Zeche prellt. Es wird auch nicht später, es ist jetzt 12. Ich weiß, dass man baden kann um 15 Uhr, das würde alles wieder auftauen, leben und so. Aber bis dahin ist noch eine ganz, gänzlich lange Zeit. Ich guck mal nochmal auf unseren, Geldstatus und wir haben etwas Geld. Das ist doch nicht schlecht, sag mal. Wir sollten eventuell, obwohl wir es nicht mehr ansetzen und anpflanzen können, trotzdem schon mal ein bisschen was kaufen, und zwar Rüben oder andere Frühlingssaat. Mal schauen, was er mir so anbietet, denn es ist mittags. Hoffe ich, dass es für ihn mittags ist, ab 12. Guten Morgen. Hey, young man. Hi. Brauchst du was? Ich brauche Gemüsesamen, wenn ich zu frei wäre, um mir was auszusuchen. Now then, what would you like? Was würdest du gerne haben? Ja, wächst immer, außer im Winter. Erste Ernte nach 5, dann nach jeweils 2 Tagen. Auch als Futter verwendbar. Das wäre eine Investition. Boah, ist das teuer. Das wäre eine Investition. Frühlingssaat. Ernte in 8 Tagen. Eine der einfachsten Gemüsesorten. Erneuert nach 2 Tagen. Also, wenn ich's... Anything else? Ja, ich möchte noch mal gerne Rüben. Anything haben. Else? Nein, ja, vielleicht nehme ich noch mal Gras mit. Anything else? Come again. Was ich habe, kann mir keiner wegnehmen. Oder so. Und es ist legal erworben. Und ich habe dieses Geld erwirtschaftet. Mit meinen eigenen Kräften. Ich habe keinen beklaut. Und ich habe keine Schulden mehr. Nirgendwo. Ich bin froh und glücklich, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt wollte ich gerade die Hake schwingen und habe gemerkt, es geht nicht. Hake schwingen wird mich umbringen. Hallo, Tao, was machst du an meinen Feldern? Hello. Hi. Du kannst den Dorfbewohnern einfach schenken, um sie glücklich zu machen. Wusstest du das schon? Ja. Übrigens, ich liebe Rüben. Dass du offenbarst, du bist wie ein offenes Buch, Tao. Ich wollte jetzt nur mal eben ins Gesicht sagen. Für diese Folge sehe ich keinen Sinn mehr weiterzumachen. Ich hoffe, euch hat auch diese gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Rune Factory Frontier. Dann gehen wir mal ins Bad. Ein bisschen, ne, baden. Und dann können wir weitermachen auf unseren Feldern. Bis dahin. Ciao.